this time. Ich bin schon dran wegen dem Bot. Sekunde. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Oh. Okay. Jetzt muss ich noch ganz kurz was machen. Sekunde.
So, dann wäre das fertig. Hallo, mit Triggerwarnung, ihr seid im Stream. Hallo. Moin. Ganz klar, bleib still da. Pensacola ist tot. Klatsch diese Scharnhorst dort weg. Ja, schade, Pensacola überhaupt. Da, 500 Schaden auf die Scharnhorst. Jawohl, wenn das so weitergeht, ist das Schiff mindestens in 50 Salven tot. Ach, keine Sorge, es macht auch keinen Schaden. Geschossen, bin ich blöd. Boah, das war richtig gut geschossen sogar. Danke, New Orleans, dass du den Schaden für mich fängst. Doch, erstmal hallo an alle. Hallo Chaos, hallo John, hallo Ordi. Ordi ist vermutlich für immer auf. Moin, Mann. Er ist im Stream. Achso. Ja, auf. Ich dachte tatsächlich, der wäre gerade noch im Discord drin. Ich habe Discord nicht offen, musst du verstehen. Und wieso für immer auf? Ja, für den heutigen Tag auf jeden Fall. Aha. Wieso habe ich. Na, bis heute Abend auf jeden Fall. Mehr Kills. Need to put more kills on my stats. Bei hier, Pensacola, auch nicht ab. Oh, komm schon. Und mein Pensacola rausschmeißen. Entschuldigung, wie bitte? Was hast du gesagt? Pepsi-Cola rausschmeißen, bitte. Ja. Schwierig gerade. Ladezeit der Sekundärbatterie verringert. Jawohl. Die lädt sich ja hoch, was ist denn Scheiß? Ja! Michael. Oh, die Scanner ist hinter uns, das ist schlecht. So, ich habe 109 sekundäre Batterietreffer und das mit der Mackensen, ja? Scheiße. Tja, heute ist ja wieder erster Tag des Monats. Gibt wieder neue Dailies. Nicht nur das. Es gab Gehalt aufs Konto. Nee, das, das nicht. Alter! Lebt ja immer noch. Ja, die fällt mir davon. Blöd. Hallo, oh, die Kamera schon wieder. Und OBS hat das Design verändert. Es ist überall so viel Platz zwischen den ganzen Sachen. So, und mag's ja nicht, wenn alles so mit super Abständen gemacht wird, weil dann braucht's halt ewig viel Platz, den ich auf meinem Monitor nicht habe. Ja, New Orleans, was soll das? OBS 28. Aber ich sehe gerade bei den Monitoren, die du hast, das sind alles nur 24er, ne? Ja. Der John ist leider 48er gewohnt. Nein, ich bin 49 Zoll gewohnt, tut mir leid. 49? Ja, du musst verstehen, der hat aber auch eine Brille größer als Garbsen und Hannover zusammen. Hä? Was? Okay. Hey, woher habe ich denn 8 Karma-Punkte? Keine Ahnung, gewertete Gefechte, denke ich mal. Da kriegst du die relativ schnell her. Ich habe keine gemacht in letzter Zeit. Hast du die Frage nicht letztes Mal schon gestellt, Maggi? Nee, da waren es noch weniger. Ja, ich bin jetzt sowieso tot. 37.000 Schaden, jetzt habe ich wieder mit der Mackensen verkackt. Ach, da sind meine Kammerpunkte hin verschwunden, verstehe. Nun,
Weil diese Drecks New Orleans geht mir auf den Sack, da kann dieser Spieler nicht einfach verrecken, Alter. Moment. Welche Stufe spielt ihr denn? 6. Das trifft sich gut. Wie lange bin ich denn jetzt noch aufgedeckt? Oh, es hat jetzt auch einen Diffusor. Weißt du so, dass dieser eine scheiß Abpraller den Cap dann einfach nochmal gefühlt 50 Minuten zurücksetzt? Ja. Oh, was jo, ist denn jetzt noch mehr aufdecken. Ja, deutsche Streuung schlägt wieder zu. Krieg dieses Cap alleine. Ich werde dieses Cap alleine kriegen. Das ist mein Cap. Danke. Gravo 0. Ach du Scheiße, ist das ein Scheiß. Bam! 4500 Schaden, ja. So, New Orleans ist raus. Danke. Dieser Spieler ging mir richtig auf den Sack. Das ist ein Ober, das ist schlecht. Ich die mal vorher gesehen. It's raining, man. Boah, was ist das? Das ist eine Torpedo schon wieder hier. It's raining, man. So, wusstet ihr übrigens, dass Warspite auf Englisch Kriegsspucke heißt? Beziehungsweise auf Deutsch übersetzt Kriegsspucke? Wird lustig. Hey, New Orleans ist mein Schiff, sagt Ordi. Ja, Ordi spielt mit. Weiß nein, Stromborg K.A. war das. Ach Mensch, Ordi, jetzt erschreck uns doch nicht so. Dachten uns schon, jetzt haben wir verloren, wenn du mitspielst. Was ist das? Der geht Ordi. Gregory? Nein, nicht Gregory. Nun, jetzt muss ich ja Steuern zahlen. Was ist das für ein Scheiß? Was? Ja, in einem anderen Spiel, was ich spiele, weil ich bin ja Meister da drin, wo du ja schnell drauf zu gehen. Er ist noch nicht genug ausgelastet darin, WoWs Gegner abzubrutzeln, nicht getroffen zu werden, gleichzeitig im Discord zu quatschen und nebenbei das... Hallo Buddy! Und nebenbei die Asteroidenabwehr der Nase zu programmieren. Genau das tue ich. Oder 1 und 1 geben. Abwehr. Ja genau, ey, komm. Ich entwickle gerne derzeit dieses Luftwaffensystem, was Deutschland über Europa bauen will. 3 Brände. Why? Warum habe ich 3 Brände? Fuck off, ey. Keine Frage, den Amazonas, der hat auch 3 Brände. Ja, so. Das sind mehr als 3. Das sind mehr. Woran sagt man, das sind mehr als 3? Why? Komm mal. Warte, muss doch in der anderen Spiel was managen. 356.000 Dollar. Nehme ich. Meine, danke. Nein, es ist nicht Adventure Capitalist. Schade. Das Spiel, das war sowas von 2014 und 15. Das ist schon so lange her, ne? Ich bin raufgegangen. Warte, ich lad mal Maggi ein, wenn das geht. Ui, Chaos mit dem neuen Sound. Mit welchem neuen Sound? Tatsächlich! Warum nicht? Gucken wir dann drin. Ja, Waldmeister hat mir endlich mal erzählt, wie Mikrofone funktionieren. Aha. Und jetzt spreche ich halt wirklich jetzt in die Öffnung des Mikrofons rein. Ich habe immer oben drauf geredet und das war der Fehler. Deswegen ich immer so leise war. Ah. Beziehungsweise habe ich das Mikrofon jetzt auch mal wirklich vor meine Fresse gepackt. Nein, da ist die Siri, das wusste ich nicht, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gerochen, das konnte ich nicht riechen, das ist unfair. Ich müsste mein Mikrofon auch so gefühlt an die Fresse halten, aber ich tue es nicht. Hm? Warum nicht? Kein Bock. Was ist jetzt mit der Einladung, Divi? Ja, muss mit Chaos. Warte, Chaos. Kann ich nicht Dingensens hier Rechtsklick als Kommandant bestimmen? Tada! Nee, die treffen nicht. Na, natürlich nicht.
Division. Ich weiß nicht, ob wer ist dieser Magiehammer? Ich kenne ihn nicht. Wer ist diese Seuche? Bitte, bitte, Wer bitte, bitte! Magnsen! ist diese Seuche? Geil. Ja, dieser Vix Mackensen-Spieler, Alter, echt. Guck mich an, ich bin ein russischer Makarov-Spieler. Ich kann nichts anderes außer den Daumen auf der Feuertaste halten. Mein ganzer Arm liegt auf der Feuertaste, damit ich auch wirklich diesen Knopf drücke. Okay. Geht er mir auf die Eier? Wie zur Hölle konnten wir diese Runde noch gewinnen? Dann gewonnen. Wir, die haben nur noch ein Kreuzer und ein Zerstörer. Wir noch ein Kreuzer, zwei Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Wir haben mehr Punkte. Wir haben Caps-Ausgleich. Ich habe 1,2 Millionen Schaden getankt. Ja. Und die Makarov ist so ein Drecks-Border-User. Also ganz ehrlich. Wie löst man Border-Probleme richtig? Man sorgt einfach dafür, dass alle Schiffe, die Border berühren, einfach sofort One-Hit-Kill sind. Anders lernen die Spieler sonst nicht, weil Border-Using ist halt wirklich kompletter Bullshit und einfach komplett unfair. Weil du kannst ja spätestens dort kannst du ja als Spieler nicht mehr einkalkulieren, wo du hinschießen musst, damit deine Kugeln treffen. Border-Probleme? Einfach einmarschieren, da gibt es keine Border mehr. Oh. Oh. Ach Ja, je, und irgendwann sind wir dann mal alle fertig und ich kann wieder mich um die Sachen kümmern. John? Außer Kakao gewonnen oder so. Nee. Ich habe Unterstützer gekriegt, weil ich gerade gestorben bin, wegen, keine Ahnung, wegen was. Dann habe ich Nahkampfexperte gekriegt, aus dem Grund, weil ich die Skarnier rausgehauen habe. Dazu, das ist nur ein Kratzer, weil ich schon gestorben bin. Generaloffensive Waffenbrüder, Generaloffensive und Waffenbrüder. Ja. Zwei aufgeklärt, 49 Treffer, 133 Sekunden, 5 Brände, ein Ausfall, ein Flugzeug, 2 tot, einmal erobert, 5 Abzeichen. Wehe, ich bin nicht erster Platz. Wie viel Schaden? 79.668. Ja, okay. Und währenddessen gucke ich mir an, wie die Mackensen am Versinken ist. Und das ist wunderschön. Okay. Ja, es geht ja. Aber müssen die Türme nicht eigentlich aus den Barbetten fallen? You cannot. Ah, bin unten angekommen. Ah, zu viel gefreut, ey. Das sind wir dabei. Das ist Primo. Prima Victoria, wir lieben das Leben, das liebe Leben und die Lust. Und ich haue Magie auf die Nuss. EZ, Party und Audi. Und wieder zieht Magie seine Augenbrauen Richtung Meppen. Irgendwo ganz Ja. weit weg. Ganz weit weg, ganz weit weg. Und das mit Recht. Und irgendwann denken sich die Leute in Meppen, was ist das nur für eine braune Sache? Was? Weil es heißt ja nicht umsonst Augenbraue.
Ja, ich bin erster Platz mit 60 Punkten sogar noch über. So, mach das nach. Das werde ich nie wieder haben. Aber das kriegt natürlich direkt der. Yeah, yeah. Kriegt direkt Screenshots. Geil. Und Aufgabe 6. Verdienen Sie 2 individuelle heldenhafte Errungenschaften. Aufgabe 8 habe ich auch abgeschlossen. Ja, immerhin. Pinwand, also Mannschaftskabinen, Vorstellung, wo haben wir denn das? Replays und Berichte dorthin. Wird super, dass noch keiner auf die Respektlosigkeit reagiert hat, Magi. Magi, warum reagierst du nicht da drauf, hm? Was? Ich habe ein Bild bei Replays und Berichte reingesendet, was dich eigentlich auch relativ zu Zorn bringen müsste. Und zwar, was ist das für eine absolute Respektlosigkeit? Bei dieser Nachricht habe ich ein Bild reingepostet. Bei dieser Nachricht hast du ein Bild reingepostet? Oh, warte. Moment, du meinst das bei Replays und Berichte? Genau. Da habe ich eine Nachricht geschrieben am 29.08.22. Was ist das für eine absolute Respektlosigkeit? Und dazu habe ich ein Bild gepostet. Und dieses Bild müsste dich eigentlich auch richtig aggressiv machen. Bin mir nicht sicher, was für ein Schiff das ist. Das ist die Bretagne. Und sie hat eine Deutschlandflagge. Ja, das, ja. Ist okay. Eine absolute Frechheit. Da. Ich bin ein bisschen abwesend. Das ist Augenbraue, weil die erst am Menschen entstanden sind, als die ersten mit dem Brauen angefangen haben und der Schaum beim Reinschauen in den Braukessel dort hängen blieb. Ah. So, ja, das macht doch schon mehr Gefecht. Sinn. Ja, warte, ich muss noch eine Aufgabe auswählen. Eine Aufgabe? Zerstören Sie ein gegnerisches Schiff mit den Geschützen. Das Sekundärbatterie muss in einem Gefecht abgeschlossen werden. Ja, guck mal, das hätte ich ja. Guck mal. Genau diese Aufgabe hätte ich jetzt gerade eben abgeschlossen. Aufgabe 7. Was gibt es Aufgabe 7? Zerstören Sie 5 gegnerische Schiffe mit den Geschützen der Haupt- und Sekundärbatterie. Kann im Verlauf mehrerer Gefechte abgeschlossen werden. Ja, ist alles schön und gut. Erhalten Sie eine beliebte Raumschiff, muss in einem Gefecht abgeschlossen werden. Ja, bla. Führen Sie mit Haupt- oder Sekundärbatterie geschützen. 50.000 Schaden muss in einem Gefecht abgeschlossen werden. Ja, das ist easy peasy. Komm, das machen wir. 50.000 Schaden. Das werde ich jetzt in den nächsten 50 Gefechte, die wir spielen werden, nicht erreichen. Wie lange noch bis Prinz Heinrich? Nicht mehr lange. 38.000 noch. Ja, mach mal. Euterpflege, HK-Spezial, Spezialmulsion, für die Pflege strapazierter und beanspruchter Haut, parfümfrei, na immerhin. Immerhin. Alter, also mehr Zerstörer geht jetzt echt nicht, oder? Doch, 5. Doch. 5 Stück hatte ich letztens vorhin gehabt. Mhm. Wir machen übrigens gerade 60% der Schlachtschiffe aus, wollte ich mal kurz anmerken, ne? Yep. Ne, was? 60? 3 von 5? Sind 60%? Ja. Yeah. Sag mal, warst du der Student oder war ich das? Du, ich bin gerade geistig nicht dabei. Ich kümmere mich noch gerne um. Du musst schlau sein zur Prüfung. Ich hab mich auch schon gefragt, so, hä? Das sind 60%? Was ist da los? Warte, es sind doch 60%, oder?
Ja, es sind 5 Schlachtschiffe. Durch 100 sind 20, oder? 5 durch 100 sind 20. 5 durch 100 sind 20, ja. 20 mal 3 sind 60. Ha! Kopfrechnen, ist da. Ja, ich habe keine Prüfung mehr, das heißt, ich muss nicht mehr so schlau sein. Mhm. Aber Maggi hat ja trotzdem noch die Belastung, dass er Student gewesen ist. Das heißt, er hat nochmal so eine extra Wurst, um die er sich kümmern muss. Kein Problem, hab dich auch lieb. 20 mal 3 sind 50, genau, Chaos. Bin mit den Gedanken gerade woanders. Was? Hey, 20 mal 3 sind nicht 50. Doch, 3 mal... Nee, Moment, stopp. Nee, sind 60. Nein. Was ist denn mit euch? Oh, sorry. Weißt du... Ach, weißt du, dieser Wichs-Franzose ist zu fett für diese Map einfach. Ach, Pause, ey. Wegen dir habe ich die Dallas nicht getroffen. Ja, ich will auch die Dallas treffen. Na, halt die Klappe. Habt ihr sogar getroffen, siehst du? Passt. Ja, ja, guck mal, weißt du, kaum trifft der Franzose, der zieht da direkt drin. Ja, sicher. Na, Sigi. Na, sicher. Standard. Das wäre schlecht, wenn nicht. Wie man immer erst auf 5 Kilometer vorher trifft. Heißt super Reichweite, aber treffen tut's auch nichts. So, erste 3000 von 5000, 50.000 schon gemacht. Oh, Junge, das war geil. 14.000, nice. Ja, das war klar. Scheiß Bayern hier. Friss Munition, Arschloch. Ja, Arizona, du bist auch ein Amerikaner, Blödmann. So, Königin Elizabeth, Zeit zu sterben. Warum habt ihr auch keine Notfallersatz-Zitadelle an Bord? Aha. Zu kostenintensiv. Ja. Bam! Nein. Fubuki, du... Nüppel. Danke. Mach jetzt nichts Dummes. Nö. Mit der Beleidigung ist Marke zufrieden. Knüppel ist eine gute Beleidigung. Alter, das kann ich wahr sein, sondern verpiss dich doch einfach. Selbst als Getränk schmeckst du scheiße. Was? Wer, wie, wo, was? Ach, okay. Die Arizona, die da hinten ist. Ach so. Ach doch, die mag ich eigentlich schon manchmal ganz gar selten. Nicht. Ist okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, da trinke ich lieber den Booster aus der Plastikflasche lieber. Die Pommegranaten mache ich eigentlich ganz gerne. Und der ist schon hart ekelhaft. Solange niemand diesen Drecks Bang Energy trinkt, ist alles. Weiß nicht mal, was das Bang ist. Bang Energy. Okay. Ganz ehrlich, Bang Energy schmeckt. Du hast das Gefühl, du trinkst da gerade etwas, was dich wahrscheinlich gar nicht zum Trinken eignet. Irgendwie Lauge oder sowas. Was ist das für Bullshit hier? Was ist... Oh, fuck, say. Fängt er auch schon mit dem Fuchs ihm sein Sake an? Was ist das denn? Was ist das denn? 4 Durchschlag, das ist ein Witz hier, ey. Junge, was ist John gerade irgendwie zum Unreal Tournament Kind mutiert an? Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ach, Arizona, du hässliche Missgeburt. Was passiert hier? Ich verstehe das nicht. Warum verstehst du es nicht? Nein, ich verstehe. John, du bist doch noch in der Ausbildung, oder? Nein. Weniger. Was heißt das denn? Es ist kompliziert. Ne? Ah, naja, gut, Hartz IV. Ja, okay. Nein. Also arbeitest du? Nein. Also Hartz IV? Nein! Ja, es gibt noch was dazwischen. Aber mit dazwischen? Obdachlos mit einer Steckdose und einem PC. Nein, ALG 1. Genau. Alge? Kein Wunder, dass du Knossi magst. Hä? Moment, was? Alter. Was hab ich da gehört? Ich hasse diesen Typen. Yep.
Die, weißt du, diese... Du recht. Also ganz ehrlich, also Casino-Streamer sind Wichser und das ist mir scheißegal, wer das macht. Monte. Knissen. War noch zwei Meter zu. Da sind irgendwie nur noch Zerstörer übrig. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Wunder gibt es wirklich, der Sieg ist greifbar nahe. Wieso? Wieso? Was ist eigentlich auf der Taste 3? Torpedos, ne? Ja. Okay. Weil ich finde das so belastend, dass auf Taste 4 der Luftschlag ist, obwohl bei Taste 3 halt nicht besetzt ist. Die Runde war scheiße. Und was habe ich gesagt? Jetzt komme ich die nächsten paar Runden nicht über die Dinge drüber. Ja, nee, das war nicht gut. Okay, gut, alles klar. Die DDs, ne? Platz 1 bis 5 belegen sie mit, ja, Top 5. Halt. Die Penza hat eine Menge gemacht, aber das ist. Ach, naja. Was war das denn? Ja, Platz 1 bis 5 legen sie Top 5. Ja, ja, also ja, die belegen da die Top 5, die, aber halt nicht den ersten so. Oh, das habe ich abgeschlossen. Perfekt. Verdienen sie 9000 freie EP? Ja, okay. Verdienen sie 14 Bänder zerstört. Ich habe wieder nichts zerstört, ne? 4 Gefechte, 5 zerstört. Das nicht. Nein, die Todesskala muss hoch. Erstmal was zu trinken machen. Das erinnert mich an etwas. Moment, bin gleich wieder da. Beispiel was zu trinken zu machen. Bitte nicht beleidigen, weil sonst höre ich es jetzt sowieso nicht. Chaos, wir beleidigen dich nie. Och, ein Stück Müll, mach hinne. Ey. Ich einfach schon gar keine Lust mehr habe, mich darüber aufzuregen, dass ihr rumbeleidigt. So, jetzt könnt ihr mich wieder beleidigen, alles in Ordnung. Weil das muss ich einmal ganz kurz machen. Egal. Nö. Auf Taste 4 ist bei mir Dollar. Ja, Buddy. Du bist aber auch geldgeil. Was, Dollar? Cool. Legen wir los. Joa. Abfahrt. Um auch mal wieder etwas zum Stream beizutragen. Wir haben seit heute die neuen, also ein paar der neuen Azubis da. Also zwei von der Deutschen Bahn, weil die Deutsche Bahn mit der Ausbildung erst später beginnt, also mit der richtigen. Die kommt halt wie üblich zu spät. Ja, was meinst du, wie oft den Witz heute gerissen habe? Die kommen halt mit die Infos, wann sie überhaupt loslegen, kommt zu spät. Dann kommt die Info zu spät, wo sie hinkommen sollen. Und dann fängt die Ausbildung sowieso zu spät an. Vergleichsweise. Siemens, die fangen schon heute an. Stimmt, am 1.9. fangen ja Handwerker an, richtig. Nee, IHK. Die Handwerkskammer fährt am 1.8. an. Weil... Also wir haben auch am 1., wir sind ja auch IHK. Ja. 1.9. Nein, also ich fing am 1.8. an. Ach so.
Und ich bin. Ja, dann weiß ich auch das nicht. Das ist zu Berufsfeld unterschiedlich immer. Heute bist du der Actionheld. Zeit, dem Gegner das Fürchten zu lehren. Beleidigungen gehören zum guten Ton. Nein, hier nicht. BWL 1 alle 7 zu. Was? BWL 1 alle 7 zu. Ja, hab glühen SQ, gehe Anfang, aber zum 6. Ja, es grün LG5CN. LG5CN ist Monitor. Von Life's Good. Ja, sozusagen. Ich glaube. Audi hat gerade. Audi lässt mal wieder. Lass mal wieder. An die Tastatur. Little Nin. Ja. Noxie hat hell geschrieben. Oh mein Gott, die will, dass wir in die Hölle gehen. XBGMH hell des um weitere Feeds SCDs. Deutsche Bahn MMC. Gegebenenfalls Falk bei Jaso Hub VTVS Rät C zu Puder zugestellt, wenn. BD Atzka das LG Paula im. Es war Hell Death und ist wohl Slang für irgendwas. Das ist japanisch die Verniedlichungsform von Hölle. Weil im Japanischen Hölle, kannst du alles verniedlichen. Algerie. Paula? Ja, jetzt lag es gleich, bist du jemand was. Aber ich dachte, Paula wäre eine Kuh. Da ist nicht mal irgendwie Paula eine Werbung. Paula ist eine Windmühle. Ja, ist auch. Ja, ist auch, genau. Ja. Maggi so, hä? Ne, Maggi müsste sie auch kennen. Was? Jeder, der in Hannover wohnt, kennt die Windmühle Paula. Die Windmühle Paula? Die hat eine so große Geschichte. Ja, genau, Buddy, genau das. Ich bin erst seit 5 Jahren in Hannover und 6, 7 Jahren in Hannover. Ich weiß nichts von hier. Du bist hier. Warte, stopp, du bist hier gar nicht aufgewachsen? Nein, nein, ich bin aus der Bremer Region. Oh mein Gott. Außer was? Aus Bremen? Aus der Bremer Region. Ich hab die Algerie gekillt. Naja, nicht gekillt. Hast du dich? Ist noch am Leben. Ich hab gesagt, sie. Ich hab immer gesagt, dass ich in eine Wohnung nach Hannover gezogen bin. Also bei Hannover. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Ne? Genau. Du halt mit Hannover. Magie haben wir aus regionalem Anbau. Ja, sozusagen. Um nicht so zu sagen, sozusagen. Es ist Magie aus Bodenhaltung. Ja, das kann man sich in Bremen auch gut vorstellen, ja. Ach, Algerie, verpiss dich doch. Niemand mag Franzosen. Das ist der Grund, warum ihr immer als erstes angegriffen werdet. Hat er nicht gesagt. Aber Age of Empires stimmt es aber trotzdem. Da wird eigentlich der zuerst angegriffen, der am nächsten ist und einem am meisten auf die Nerven geht. Ja, und das war gestern komischerweise der Franzose. Der hellblaue Spieler. Ach so, auf eurer Seite, ja. Naja. War aber trotzdem, glaube ich, der allererste Spieler. Das ist ja die Cossack, wer wäre ja was. Oh Mann, ihr redet mal hier. Nein, Age of Empires, nicht Cossacks. Aber Cossacks kannst du die Franzosen auch gerne als erstes angreifen. Nö, ja, das macht auch nichts. Hatza. Na, aber die Franzosen. Algerie. Also. Wenn wir gerade versuchen, in Colorado gegen eine Lenin anzutreten. Ich bin mir ziemlich sicher, wie das ausgehen wird. Hülz und Katze. Scheiße. Flugzeugträger gesichtet, feuert alles, was wir haben. Zerstörer gesichtet. Ich kann die Torpedos nicht.
Mann, ich treffe nichts auf 18 Kilometer. Wer hätte das gedacht? Also ich hatte mit der Fuse tatsächlich eine gute Runde. Ja, also man hat auch durchaus ein paar gute Runden, aber es ist nicht so ganz einfach. Ne. Weil das Vorhalten so echt schwierig ist bei der langen, na toll, bei der langen Flugzeit. Bei der Fuso, ja, es geht. Vor allem ist es mit dem Vorhalten irgendwie, ich finde das bei der Fuso unglaublich schwierig. Weiß nicht wieso, nee, aber irgendwie komme ich da einfach nicht mit klar. Gibt schlimmere Schiffe. Es ist mein Eindruck, dass ich mit der Fuso einfach nicht so richtig vorhalten kann. Ich finde die Fuso gar nicht mal so schlecht. Oh. Ja. Fuso ist gut. Ja, muss ich auch sagen. Ach, geht mir nicht auf die Nerven. Alter, Nerven ist ja sowieso. Das längste in deinem Körper sind übrigens alle Nervenbahnen zusammen. Boah, Welt. Welt, das ist halt wirklich relativ lustig. Weil eine Sache können die Nervenbahnen auf jeden Fall besser als wir. Mit, mit dem Angriff mit der 410er wird alles wieder in Ordnung kommen. Ja. Ach, ich hoffe, die Mexiko auch nicht genug durchschlagen hier. Jetzt kommen Serov und Lenin an. So, Hippa, du bist hier zu sterben. Oh mein Gott, das ist peinlich. Ja. Jetzt holt sich die Akti zu geben. Okay. Oder doch, hat sie. Okay. Ach, ist der Hobby-Russe wieder unterwegs. Weißt du, und der Klarname der feindlichen Lenin ist auch der beste, ne? Du bist jetzt lauter geworden, oder was? Okay. Alter Schwede. Ja, nein, aber ich hab keine andere. Also, geht ja nicht anders. Warum bin ich lauter geworden? Weiß, Gepard, Torf, was soll ich denn machen? Wenn du lauter geworden bist. Bremsen bringt auch nichts mehr. Ja, aber nicht absichtlich. Alter, die New Mexico holt mir 20.000 rein. Abpraller, weil schlecht gezielt. Oh Mann. Die Heinrich ist auch da. Das ist geil. Ah ja, wir haben vergessen, ich habe ja keine Torps. Ups, sorry. Feindlich. Nö. Hab von irgendwo Zita gefressen, will ich's wissen? New Mexico. Ja. Oder Lenin. Ich glaube eher, das ist Lenin. Wenn nicht, liegt es an dir. So liegt es bei der Fuso auch schon, aber dann erst recht, ja. Ja, ich weiß, ich kann einfach mit der Fuse noch nicht so wirklich umgehen, weil, wie gesagt, es fiel mir irgendwie schwierig, da auf mit der extrem langen Reisezeit der Kugeln zu handeln. Ja, die Runde ist keine gute für mich. Und ich habe wieder keinen Kill. Wirklich nicht. 17.000, das ist ja nix. 28.000, ist auch nicht was an. Ich meine, das letzte Mal habe ich immerhin noch seine 70.000, 80.000 gemacht, aber jetzt... Jo, auf die Breitseite der Hipper nur 4.200 Schaden. Was willst du aber auch machen mit Stufe 6 in Stufe 8 Gefechten, ne? Wenn man ganz ehrlich. Wann sind wir denn? Ja, hier Heinrich ist AFK, Heinrich direkt weg. Warte, unsere Heinrich oder feindlich Heinrich? Die feindlich Heinrich. Ja. Dann ist okay. Oh, die Surf. Wie findest du es, dass Akizuki und Kagero jeweils beide eine Torpedo-Nachladezeit von 1,12 haben? Nee, John. Ich habe vor meiner Fuso-Runde heute New York gespielt. Danach hat man das Problem nicht mehr. Ja, weiß nicht.
ja richtig in das... Kann nicht wahr sein. Man kann hier richtig in das, in die Türme reingucken, wenn da so viel Glas drin ist. Aber warum baut man so viel Glas an ein Kriegsschiff? Ich meine, das ist, da reicht schon eine HE-Explosion, um das Ding kaputt zu machen. Das nennt man Deko. Das ist ja keine Deko. Man kann da in den Leitstand reinschauen. Hey, gehst du drauf, Hipper? Sag mal! Why? Was? Ach da, John. Lieber geht nicht drauf. Nein, zu weit. So, jetzt aber. Ah, das Match war nicht gut. Ah, lange braucht er. Das Match war richtig scheiße. So, jetzt kommt Lenin. Euer Kollege. Ach ja, der ist die Schiffe gut modelliert. Ah, Lenin ging. Nein, dass man das prinzipiell schon vorher konnte, war schon klar. Aber ich meine, hier an diesem einen Schiff ist speziell diese eine markante Stelle, wo halt drei Stockwerke fast vollständig mit Glas vorne nach vorne gebaut sind. Und das ist halt doch eher sehr untypisch. An Kommandozentrale, Magie. Genau, Magie. Ich glaube noch, das ist ein Stahlglas. Ja, das ist eine Erfindung, die haben die Menschheit schon längst wieder vergessen, was so dumm ist. Du meinst sowas wie transparentes Aluminium? Ja. Oder durchsichtbare Luft. Sichtbare Luft. Und die Erklärung ist leicht, die Wahrscheinlichkeit, dass der Leitstand überhaupt getroffen wird, ist in der Realität halt eher unwahrscheinlich. Alter! 10 Leute in den Laundry Room? Nee, nicht. Ich hab wieder irgendwas noch nicht festgemacht. Ja, nun. Ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt auch nur eine Runde mit der Fuso gespielt, also kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Aber diese eine Runde, die war schon japanisch, muss ich sagen. Koordinierter Angriff, die haben einen Gruppenkraken gekriegt. Yay, man kann wieder fliegen. Uff. Wochenende erstmal. Nein. Nein. Buddy, was hast du denn für. Also Spaßvogel bist, war ja schon länger klar, aber so ja, hart. Wochenende. Aber das ist gleich drauf anlegst, nicht mehr ernst genommen zu werden. Ich wollte sagen, das ist schon. Das ist ja übel. Das ist schon so die nächste Stufe. Der eine hat einen Kraken sogar gekriegt. Und ja. Hat jetzt wegen Yamamoto Vollheilungsbuff gekriegt hier, also nicht voll, aber der regeneriert jetzt erstmal einen Haufen Lebenspunkte. John Mac 5 Music, was ist denn das für ein...
Aha, wusste gar nicht, dass John mittlerweile auch Streamer ist. John hat doch schon vor lange gestreamt. Weißt du, es ist egal, wo wir stehen. Fazit, wir stehen zusammen. Ja, ist doch schön. 32.000 Schaden, wieder kein Schaden gemacht. Ach. Nicht mehr lange, dass mein Günner Lütjens auch auf Level 17. 17? Na dann. Was sind eigentlich meine Aufgaben der Feldzüge? Ich weiß es gerade gar nicht. Also erstmal ist es natürlich Dreadnought. Ja, das werde ich niemals mehr erhalten. 2 individuelle heldenhafte Errungenschaften. Ja, okay, gut. Und 50.000 Schaden mit der Sekundär. Eigentlich so easy peasy, lemon squeezy. Ach du wandelnder Helikopter, jetzt lass das. Wandelnder Helikopter. John will auch Fuso spielen. Ja, ich muss beide Schiffe spielen, deswegen. Na, also die Franzosen muss man hier spielen. Ne, sorry, aber da kann ich nicht... Damit kann ich auch nicht sympathisieren mit. Oha, die Viribus sieht man aber auch nicht oft. Nö, die hat Ordi mittlerweile ganz oft gespielt. Na, ganz oft ist auch an sich Sache. Er hat es einmal gespielt, weil er hier was testen wollte. Ganz viele Kreuzer zum Abfarben. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Ja, ich brauche mindestens 3 Kills. Jetzt. Na dann. Ihr müsst mir dabei helfen, das ist sehr wichtig. Willkommen auf meiner Party, Kapitän. Immer eine Handbreit Kilo. Geht ja schon los. Ah, doof gelaufen. Weißt du, da wollte sich wieder von der Arbeit drücken. Darum arbeitet er auch gar nicht, der Junge. Aber was brauchst du ihn denn jetzt so? Stimmt doch gar nicht. Ich arbeite wohl, aber egal. Wenn ich ihn einen langen Schaft in den Arsch stecke und damit über den Boden streiche, das ist Mobben. Was? Wegen Wischmobben. Wischmobben. Magie hat Kopfkino. Nein, ich bin angewidert. Ich bin verbal angewidert. Also hast du Kopfkino. Kopfkino. Ja, das nennen wir Kopfkino. Nein, ich finde einfach nur den. Ich hab nicht mal eine Vorstellung, wie man das sich vorstellen soll. Nein. John, hörst du, wie er sich rausreden will? Alter Schwede, echt. Nennt man Kopfkino. Wie man hier schon wieder Sachen unterstellt, ohne irgendwas dafür belegen zu können. Meine Güte. Stimmt, belegen kann ich gar nichts. Aber auch nur, weil ich nichts gekauft habe. Oh, wow, Alter. Ha. Solange du dich unterliegst, ist alles gut. Ha. Was ich mache, die Liebe, weil ich Gott sei Dank nicht mitgehört habe, was passiert ist. Wird beschossen. Oder wird Magie ja, beschossen? Ich auch. Ganz super. Ja, Magie wird beschossen, das ist gut. Kein Schaden. Fenster Cola. Oh! Action kein Bock mehr, hier ab. Oh, das war ein bisschen zu weit vorne rein. Oh Gott, nein.
bitte nicht. Ach so, nee, Paddy, alles, das kam, hat nichts mit dir zu tun. Doch. Nein. Okay. Alles mit dir zu tun. Nein, wir diskutieren nicht weiter. Wir haben unseren Nikolas verloren. Okay, die Runde verlieren wir. Das wage ich zu bezweifeln. Also, dass das an der Nikolas liegt. Doch. Dass man aber mit der Mackensen-Eller keine Reichweite hat. Die Pelzer-Cola muss raus. Nee, Buddy. So, Pelzer-Cola ist raus. Mortadella. Aha. Drachenlord? Was? Du bist? Wieder auf den. Wegen Mord. Ich musste gerade an Lord denken. Lord Tadella. Ich musste gerade voll an Drachenlord denken. Ich weiß, das eine hat nichts mit den anderen zu tun. Ich muss es trotzdem. Es gab mal wieder irgendwie einen Übergang. Magi, hör auf, so einen angestrengten, nachdenklichen Blick zu machen. Du brauchst nicht nachdenken. Ich will auch nicht. Das glaube ich nicht. Magi, du musst viel nachdenken. Du musst schlau bleiben. Du hast bald Prüfung. Du musst ja, schlau bleiben. Dauert was noch machst ein du Jahr, da, nein. Carlos? Dreivierteljahr. Wow. Junge, was ist Shifuso eigentlich für ein fettes Schiff, Mann? Was nimmst du denn hier? Kusch dich! Nee, kusch. Also auf 9 Kilometer ist da noch so viel rundherum. Naja. Buggy ist auch null konzentriert. Okay. Ich sag ja, ich bin nicht beim Thema im Moment. Alter, John, hast du das gehört? Wir können labern, was wir wollen. Buggy hört sowieso kaum zu. Perfekt, okay, also Franzosen sind die besten Schiffe aller Zeiten. Alter, John, jetzt hältst du aber mal die Fresse. Sehr schön. Oh, eine Salve, die von uns. Die Kobalt ist zu nicht zu OP, die muss noch mehr gebufft werden. Morgen gehen wir mal mit deinem Buff rein, danke. Zerstörer gesichtet. Ja. Ich kann die Torpedos fast schon riechen. Das ist in Bayern. Das ist in Bayern. Das ist in Bayern. Bye, bye. Oh, 20.000 der Salve, das ist nett. Magi schießt trotzdem einfach weiter auf die Stelle, wo die ersten Schüsse schon nicht mehr getroffen haben. Ich sag ja, ich kann. Da steht, es dauert 3 Sekunden, bis die Kugeln da mal ankommen. Und die Schiffe fahren einigermaßen parallel. Breitseite. Trotzdem, oder beziehungsweise, ja, ich sag ja, ich komme mit der Fuso noch nicht so richtig klar mit dem Vorhalt. Das sind alles mal hält man auf Entfernung halte ich zu viel vor, auf Nahkampf zu wenig. Das ist ja eine strenge Beleidigung. Okay, ich weiß es nicht. Ich finde es eine absolute Beleidigung gegenüber den Schiffen. Ja, oh, die. Nein, komm, ich brauch den Sekundärskill. Ich brauch den Sekundärskill. 9 Sekunden. 2. Raus, den Kill überlasse ich dir. Ja. Schneller Kugel! Schneller Kugel! Schneller! 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 Nein! Die Lernator. Ja, fahr zurück, fahr zurück. Perfekt. Nina, wie geht's? Oh, Pepsi Cola. Was? Kann ich warten. Er hat hochgehielt. Oh mein Gott. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Ja.
Oh. Jetzt mal die Linda heraus, danke. Ach, Dallas, du Fuck, du. Ach, leck mich am Arsch. Nee, lieber nicht. Du dumme Sau. Das ja, alles gut, Ordi. Das fällt dir keine Hand, du. Was du meinst. Schnappt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Alter. Auch mal wieder einen streamfreien Tag. An dem ich nicht arbeite. Also. Du brauchst mal einen chaosfreien Tag. Ja, und Maggie braucht wirklich Action mal. Richtig was anderes. Das ist echt so. Nee, ich brauche erstmal wieder Ruhe. Los, Maggie, ab in den Heidepark mit dir. Was? Brauchst du welche? Da Tickets? Ach. John, hast du gerade im Stream alle Anwesenden dazu eingeladen, auf deine Kappe in den Heidepark? Nein, ich habe nur zwei Tickets. Das und John hat sogar ein Auto, worüber er sehr oft redet. Das sind Indizien, Maggie. Halt. John, das Auto ist aktuell nicht verfügbar. Es muss noch zum TÜV. Das geht über die Strafe zahlen. Ach. Nimm einfach den TÜV und schieb ihn zu deinem Haus. Das komplette Gebäude. Die Fahrt zum TÜV darf auch ohne TÜV-Siegel begangen werden. Ich weiß. Ist echt so, weil du kannst doch überhaupt. Also, das ist ja mal. Stell dir vor, das Auto wäre kaputt gewesen und du hättest normalerweise keine Möglichkeit gehabt, damit zum TÜV zu fahren. Und das Auto wurde dann später repariert, dann ist der TÜV abgelaufen und dann musst du ja irgendwie zum TÜV hin. Und das geht normalerweise. Ja, nicht so leicht. Muss ich bei TÜV machen, sonst muss ich Strafe zahlen. Ich hab keinen Bock drauf. Musst du nicht erwischt werden, wie du mit einem TÜV. Nein, wenn du nach 3 Monaten noch nicht beim TÜV warst, musst du automatisch nachzahlen. Das kann nicht wahr sein, Trento, Alter, swear by Gott, Alter, was bist du für ein Esel? Fertigkeit, Adrenalinrausch aktiviert, was? Ich wurde bis jetzt noch nie angeschossen? Ha, easy peasy, lemon squeezy. Rofe Mofil, Finny Bofi. Fahr einfach Trento, Fahrrad, John. Aber da kann er uns so ja nicht mit in den Heidepark nehmen. Wobei ich sagen muss, ich war mal da und ich hatte irgendwie nicht so wirklich, naja, was, also, war jetzt nicht meins. Du, wir waren dort mal 7 Stunden für 2 Achterbahnfahrten, weil man einfach so ultra lange angestanden hat. Ich bin ganz ehrlich, nächstes Mal gehe ich da wieder weiter zum Dart werfen, was ich als kleines Kind wahrscheinlich einfach verkackt habe, und hol mir das nächste Lego-Set. Nein, das war kein Lego-Set, das war irgendein Panzer-Set, aber nicht von Lego, sondern von irgendeiner anderen Firma. Ich weiß nicht, was das war. Das war nicht Kobi. Sonst hätte ich Kobi ja vorher schon gekannt. Nach New Mexico, verpiss dich. West Virginia. Mountain Mama. Here we go. Franzbow. Was? Also gerade Franz, also Franzosen gesagt? Ja. Oh mein Gott. Bin ich enttäuscht von dir. Abzuschlachten. Ey, Vorsicht, da kommt noch eine Salve, ganz aus 25 Kilometer Entfernung an New Mexico, aber ich glaube, die treffen nicht. Ja, komm! Ach nee, mit den Hauptbatterien muss ich ja 50.000 machen, ach, verfickte Scheiße. Aber ich will nicht sagen, aber ich glaube, bis dahin musst du wirklich den Kill haben, sonst wirst du gleich erobert und so. Erobert? Ich helfe dem mal Chaos. Erobert, ja. Ah Gott, wie oft habe ich den Witz schon gebracht? Du hast jetzt noch 30 Sekunden Zeit, die Mexiko zu killen. Ja, warte, so viel zum Thema Hilfe. Okay. Ach, Hawkins, ach, deine Mutter ist Nesel. Und zwar ein Drahtesel. Wie die Franzki Musik ab und macht aber Franz und zeigt Bilder aus Frankreich. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe auch keine Ahnung, wie der Friends-Titel heißt, geht, also. Welche. Das ist die West Virginia im Leben! Ach, ich weiß auch nicht. Eroberungspunkt. Erobert. Ach. Erobern ist so langweilig einfach nur. Ja, Aufgabe 9 abgeschlossen, immerhin. Aber keine Errungenschaft gekriegt, natürlich nicht. Das ein Buggy ist wegen fucking 4 Punkten. XP-Punkten bei mir. Why? Why? 78.398 Schaden. Absolut frech. Die Serie, Maggie, die Serie. Ach so, stimmt, die Lego-Set-Dinger da. Aber ich kenne die Serie halt nicht.
Ich hab die auch nie geguckt, tatsächlich. Ich weiß nur, dass es Lego-Sets davon gibt, aber ich dachte, das wäre dann von Lego irgend so ein Ding und nicht Lizenzkram. Das heißt, gut, okay, die Frage beantwortet sich schon von selbst. Dass Lego eher Lizenzkram macht, war schon irgendwie zu erwarten, aber ja. Jetzt muss ich mit zerstören. Okay, Abfahrt. Ach du Scheiße. Sehr schön. Ah, nein. Dreimal Fuso, jawohl. Das kann doch gut werden. Unserem Clan-Tag müssen wir eigentlich nach dreimal Ohio spielen. Ja, ich brauche Forschungspunkte, deswegen muss ich die Franzosen ja hochleveln wieder. Muss ich ja. Wieder? Sag mal, wie kann man nur einen derartigen Hunger auf diese scheiß Franzosen haben? Die sind einfach zu OP, ganz einfach. Das macht's nicht besser. Ja, dann spielst du einfach die OP-Schiffe. Problem gelöst. Hat wenigstens einer von euch die Samurai als Tarnung? Nein. Also ich definitiv nicht. Ich spiele die ja einfach nur um... Ja, ich weiß auch nicht, warum ich die spiele. Eigentlich nur, damit ich jetzt mitspielen kann, ohne das Tier wechseln zu müssen. Oder wieder zu zwingen, das Tier zu wechseln. Du weißt ja, was ich sonst spielen würde. Also auf 9er, das dauert noch ein bisschen, bis ich die Sumo habe. Keine Sorge. Wenn ich die Sumo habe, dann geht's ab. Dann, ja. Dann ist es Pokerrunde wieder. Sehr schön. Was? Die Sumo, Pokerrunde. Es sind Pokerrunden. Was willst du damit sagen? Ja, dass John Unterstützer von Casino-Streamers ist. Nein, bin ich nicht. Okay, sehr gut. Mehr wollten wir nicht. Maggie, hast du eigentlich schon diese super Nachricht gelesen, die ich in den Discord gepostet habe, zusammen mit den 1000 anderen, über die ich jetzt nicht reden will, weil das ist mir echt unangenehm? Ich weiß nicht, welche von denen. Es kam heute unglaublich viele Nachrichten. Anno 2070 hat ein Update bekommen. Ja, das habe ich gelesen. Ja, und das wird am 7. aufgespielt. Ja, das habe ich auch gesehen. Und sie haben das System überarbeitet. Und sie haben 64-Bit-Anno gemacht, was hervorragend ist. Sie haben ja jetzt Anno einmal gemacht, ne? Vielleicht kommt da ja noch ein Update. Ich bin ja immer guter Hoffnungen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Überzieh die Hoffnung nicht. Mal ganz kurz, Sekunde. Ich bin ja auch immer noch der Hoffnung, dass Imperator Rom geupdatet wird. Und zwar am 25. Oktober, wenn scheiß Victoria 3 released wird. Da wird das Spiel ja sowieso vom Entwicklerstudio direkt wieder abgegeben zu irgend so einem scheiß dritte Partei-Wichse. So, warte, 63-Bit müssen es sein, weil 9, was? Die Fuso Shisari? Was ist denn da kaputt? Tikaro! Womit habe ich das verdient? Oh, Xing Shang Shung. Oh, Xing Shang Shung. Sieh dir diese Streuung an, wie diffuse streuen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines Schlachtschiff. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines Schlachtschiff. Guck dir mal den Schlachter an, wie der Schlachter nicht treffen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines Schlachtschiff. Ach, deswegen 3000 auf die Grafkriegs. Mach bitte mit einem Clip Treffer. Davon, bitte, danke. War doch immer Quersumme 9 oder ja. Die Fuso schießt mit Katzen. Katzenstreu. Mhm. Wird von der Graf Speer angeschossen. Boss, bitte. Zerstörer gesichtet. Ich kann die Torpedos fast schon riechen. Das U-Boot! Wie kann denn die Fuso so eine Schrot haben, ey? Mhm.
Die Mantu ist not amused, was? Jawohl, Uber getroffen! Wir schreiten hier rum, also. Wir haben einen feindlichen Zerstörer entdeckt. Oh, die sind richtig Fuso. Feindliches Schlachtschiff gesichtet. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Nürnberg. Bruh. Wir haben noch nicht ein einziges Schiff verloren und die meisten unserer Schiffe haben sogar noch fast volle Leben. Die Gegner haben schon zwei Schiffe verloren und die Mexiko wird auch nicht mehr lange machen. Oh, fucking U-Boot! Und die New Mexico ist weg. Nürnberg bleibt da! Nürnberg bleibt da! Please bleiben Sie da, danke! Boah, es ist so weich, ey. Kann ich nur sagen. Ich habe gerade auf ein 8. Oh mein Gott. 8 Sekunden. Fuso, 8 Sekunden, bis die Kugeln dort sind. Ich habe auf 2 Sekunden vorgehalten. Und selbst dann sind die Kugeln fast davor ins Wasser gefallen. Ah, zieht er was? Nürnberg hat eine Zieht er gefressen. Sagt denn eigentlich die Uhrzeit? Ist das schon fast? Jetzt habe ich schon fast 6 Uhr. Hallo Bayern, wie geht es Bayern? Keine Ahnung, wie geht's in Bayern? Immer noch kein selbstständiger Staat? Hm, schade. Nein, leider nicht. Oh, Sarah, verpiss dich. 5 Abpraller. Nice. Hat noch jemand Interesse zu? Nein, die Graf Spiel kommt! Das ist schlecht. Jawohl, jawohl, jawohl! Jawohl, danke, danke! Das ist Mike! Das ist okay. Meiner. Ich wollte übernehmen. Die Info runter. Die hätte ich getroppt. Ich bin ein, bin staying alive einfach nur. Und dann die Server aufkommen, das ist schlecht. Staying alive. Ja, sicher. Yes, yeah, stay alive, stay alive. Boboki! Generaloffensive. Offensive. Sieve? Sieve. Das war ich auch ganz so. Bam! 10.000! Ja, Mann! Toll, meine Kugeln brauchen wieder 30 Jahre, bis sie mal ankommen. Hallo U-Boot. Kann gerade nicht. John ist der Einzige, den ich kenne, der seine Eltern mit so anschreit. Kann grad nicht. Was willst du denn? Boah, alter Sir, wenn ich so mit meinen Eltern reden würde, ich würde direkt auf die Fresse kriegen, ey.
Eigentlich müsstest du mit der Fuse gut zurechtkommen. Hat seine Berechtigung, alles klar. Kappa. Warum? Ich komm mal runter. Kappa. Magie. Ja, Kappa. Ich weiß, aber was, also. Was soll mir das jetzt sagen? Ob mit oder Kappa, ohne? Kappa bedeutet einfach, dass die Aussage nicht ernst gemeint war. Ja, aber was, also. Nein! Was soll mir dann die Aussage sagen? Nichts. Oder was? Jupp. Das bringt dann doch gar nichts. Wow, wer hätte das gedacht? Erste. Bam. Nice, John. Ich würde dich ja loben, wenn wir nicht in der Divi wären. Ja, dann hätte ich ihn direkt wieder gemeldet dafür. Danke, oh. Danke. Es nennt sich Hassliebe. Hallo. Muss du. So, bin kurz AFK. Das Gefühl aus meinen ganzen Tests hier könnte ich so langsam eine Domino-Strecke bauen. Tests? Ah, Covid-Tests. Echt? Jetzt musst du so viele machen? Zuletzt halt, ja, letzte Woche halt wegen dem ganzen Bedöns, dass wir da jemanden hatten, der positiv war und ich mit dem Kontakt hatte und dann ja Donnerstag irgendwie plötzlich nicht mehr so richtig mit Luft holen und so. Das war dann irgendwie auch doof und. Tatsächlich zwischendurch Schnupfen, der ging 3 Tage lang, war danach wieder weg und alle haben mir direkt gesagt, so mach Test, mach Test, mach Test. Und ich bin denen natürlich komplett dagegen gekommen und hab's nicht getan. Siehe Discord, 356er. Okay, Damage minimal größer. Von was sind die... Von was sind die Werte? Also von was ist der 380 mm Vergleichswert? Also Abyssalve ist dann geringer, ja. Und HE-Salve stärker, aha. Range, Reload, Turn. Horizontal Dispersion, Vertikal Dispersion. Sigma ist gleich. 180 mm, ich nehme mal an, das wäre dann irgendwie, weiß nicht, Fuso versus Pommern. Aha. Flugzeit, haha, und die Flugzeit ist schon mal 2 Sekunden größer, meistens, überwiegenderweise. Wobei ich ja mal, mit der Fuso spiele ich ja auf viel, viel höhere Reichweite als mit der Pommern. Übergewichtigerweise? Mit der Pommern gehe ich auf unter 12 Kilometer ran und mit der Fuso bleibe ich, versuche ich bei 17, 18 zu bleiben. 16, 17, 18. Ja, ich weiß, das sind beide auf 15 Kilometer, ja, aber ich rede ja gerade davon, dass ich mit beiden Schiffen ja unterschiedlichen Spielstil habe und daher die Werte nicht unbedingt in der Praxis übertragbar sind. Mal ganz davon ab, dass ich mit der Pommern sowieso eher auf sekundär gehe, aber das ist ja nochmal was anderes. Deswegen Kappa. Okay. Yeah, meine Flugzeugturbinen sind wieder an. Es ist nicht mal warm und trotzdem explodiert mein PC gleich. Ja, brauchst du dann einen. Seit letzter Zeit macht die Bundeswehr wieder mehr Flugtests. Aufgrund der. Ja, seit Anfang des Jahres halt. Wegen der definitiv nicht überhandgreiflichen Krise, die wir gerade haben. Und jetzt ist es mittlerweile schon so weit, dass sie auch schon mit ihren A400Ms Sturzflugübungen machen. Soll ich dir mal sagen, wie scheißen laut diese Teile sind? Und das Flugfeld ist ja nicht sonderlich weit von mir. Ich weiß. Das ist hart belastend. Ja, ich finde es sowieso interessant, so wie der Ukraine-Krieg begann. Plötzlich waren wieder überall also Militärmaschinen zu sehen. Auf Zügen wurden lauter Panzer rumgefahren, die Flugzeuge flogen hier wieder, diese ganzen Transall-Maschinen waren unterwegs.
Auf den Straßen hat man Konvois gesehen. Da ging es dann aber mächtig ab. Aber 15 Kilometer ist die Trefferleistung mit der Fuso ähnlich zu Pommern. Und 15 Kilometer ist durchaus eine Nähe zum Gegner, die man in der Fuso gut machen kann. Ja. Ich hab auf jeden Fall das Gefühl, dass du mit der Fuso dann jedenfalls kräftig durchschlägst. Aber das kann auch nicht so sein. Das weiß ich gerade nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel der PEN-Unterschied macht, ne? Je nachdem, auf was man zielt, habe ich mit der Fuse noch manchmal das Gefühl, ziemlich viele hier Treffer am Torpedoschuss und sowas zu generieren. Aber ich weiß es nicht. Und ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Abgeschraubt oder zur Seite gelegt? Beides. Abgeschraubt und zur Seite gelegt. Sieben Matches, sieben Wins. Das kann gerne so weitergehen, bin ich ganz ehrlich. Kann nicht sein, wir haben doch heute schon einmal verloren, oder? Ne, haben wir nicht. Uff, okay. Warum hast du das so laut gesagt? Nee, ich dachte nur, weil ich dachte, die erste Runde hätten wir verkackt. Ja, okay, wir haben die vergangen. Was waren denn ganzen DDs, die da gewonnen haben? Na gut. So, John, ich will heute eigentlich noch eine Runde machen, aber wenn du jetzt noch 2 Minuten brauchst, dann war es das für mich. Mein mittlerer Schaden, ihr Gefecht lässt auch zu wünschen übrig. Ja, nicht nur bei dir. 55.000 gerade mal, das ist 47. Konvois. Wo ist eigentlich Schmankerlorum? A3 Typ. Aha. Was nicht gedacht. Sanka, achso, Sanka meinst du? Und der Kapitän ist ja noch gar nicht eingelernt. Ja, das ist richtig. Dann sieht das natürlich auch hauptsächlich gut aus mit den roten Streifen. Ja. Weil ich da eigentlich nichts unbedingt Großartiges für Zielen drauf habe. Ich habe ja noch keine Offensivfertigkeit so drauf. Schwere AP oder so habe ich noch nicht drauf. Ja, schon halt mehr als 2 Minuten gebraucht. Ich schätze mal, ich bin dann wieder raus. Ja, gut, okay. Ja, ich würde nicht so viel überziehen. Nee, du, Maggi, wenn du ins Bett musst, geh ins Bett. Das ist 20 Mal wichtiger als das Spiel hier. Oh je. Tja. Gesundheit geht vor. Ja, vor allem. Ich sag mal so, würde ich nicht vernünftig pennen können, dann hätte ich auch morgens Probleme, Motorrad zu fahren, weil im Dunkeln ohne Konzentration Motorrad fahren ist keine gute Idee. Ja, darüber hinaus, Konzentration brauchst du auch, um schlau zu sein, weil du hast bald eine Prüfung. Ach ja je. Muss mir das jetzt wirklich noch ein Dreivierteljahr anhören? Ach so, das ist erst in 3. Oh, ich dachte, das wäre jetzt hier schon bald tatsächlich. Nein, das ist erst Was nächsten haben wir jetzt Sommer. in 3? Ach so, ja, dann halte ich. Ach so, Mann, ja, da, okay. Ich dachte tatsächlich, das wäre jetzt demnächst.
Nee, ich verkürze ja. Das heißt nicht nächsten Winter, sondern nächsten Sommer. Also selbst wenn du gesagt hättest, okay, ich wäre ja schon ein Jahr weiter, dann wäre es im Winter ja richtig mit bald eine Prüfung. Aber ich verkürze, das heißt, ich hätte sie ja schon gehabt. Aber da ich ja noch ein Jahr, also nicht ganz ein Jahr brauche, kommt das halt erst im Sommer nächsten Jahres. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Tut mir leid. Lili. Ach, alles gut. Die guten Ordi und danke. Gute Nacht an alle und ciao und Grüße an John. Tschüss. Ja, die Grüße werden bestellt. Die Prüfung ist so gegen Juni, ja, so um den Juni herum im 2023. Und danach muss ich euch mal endlich alle nach Hannover einladen, so. Und dann gehen wir alle mal eine Pizza essen. Ja, gut, was be also es darf schon was Besseres sein. Als eine Pizzeria oder so. Gut, dann halt was anderes, ey. Ja, mit Ei, das kannst du dir gerne bestellen. Nee, Ei im Falle von Jack Sparrow. A-A-Y-E. Weiß Ei. ich doch, alles gut. Ah. Weiß ich doch, ich Ei-Eike. muss denn das ich muss das ja wissen, ich habe ja bald eine Prüfung. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, alles gut, Paddy. Bis denn. Ich mache auch direkt Stream weg. Ciao. Und so haben wir noch ein kurzes Lied hier. 2 Minuten. 1 Minute.